Eine neue Runde von Let's Play Batman Arkham City, Harley Quinn's Revenge, der Download-Inhalt, der DLC. Es geht weiter. Ach, ich kann es eigentlich, mir gefällt's hier. Mir gefällt's und ich freue mich schon auf das nächste Batman auch. Mit Arkham Origins, was ja im Oktober 2013 rund erscheinen soll. Vielleicht ist es ja auch schon längst draußen, während du dieses Video siehst. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war das noch nicht der Fall. Umso mehr freue ich mich darauf, dass da dann auch unser Abenteuer mit Batman weitergeht. Mir gefallen die Batman-Spiele ja recht gut, auch wenn ich nicht der Beste daran bin. Wie ihr wisst, habe ich echt Spaß an diesen Games. Und es macht mir einfach Laune, weiter hier vorzupreschen, weiter zu fighten. Mich weiter mit den Kontrahenten dieser Welt auseinanderzusetzen. Ja, geile Sache. So, und jetzt müssen wir zu Harley Quinn. Nachdem wir in der letzten Folge diese drei Codes organisiert haben, hat nichts mit Code zu tun. Haha, will mich mit dem Code den Hunde auf der Straße hinterlassen. Zumindest. Okay, da fliegen wir doch einfach juxig drüber, oder? Wubbeli. Müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen jetzt. Ah, wieder in die Schiffswerft rein. Okay. Die kennen wir ja auch, die Schiffswerft. Ich glaube, da müssen wir uns wieder mit diesen Burschis anlegen, die da unten warten. Scheiße. So, der wird schon mal schlafen gelegt. Immer ein Problem weniger. Ach, das ist der nächste. Oh, 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 oh. Schnell abbauen. Ich lade nach. Geht in der Deckung. Puh, das war knapp. Das war richtig knapp. Das war regelrecht fast dem Tode geweiht. Jetzt müssen wir erstmal kurz ein paar Sekunden ausharren. Zum Teufel ist der hin. Und die Frage ist ja, ist hier überhaupt wirklich der Eingang, wo ich mich gerade hingeworfen habe? Oder ist der ganz woanders? Mal kurz den Detektivmodus aktivieren. Siehst du ihn? Das sind verdammt viele Feinde. Vier Stück kriege ich mit dem Leben, was ich habe. Im Moment auf jeden Fall nicht fertig gemacht. Theoretisch würde ich am liebsten hier einfach das Explosivkill draufsprühen und dann hier den Gang sprengen, aber das geht leider nicht. Das funktioniert leider not. Und ich bin not amused darüber, dass das nicht funktioniert. Die Stadt lässt sich von den Kufen dieser Maschine aus gut überblicken. Ich muss sie auf jeden Fall aus dem Schatten heraus eliminieren, die Burschen. Das ist nicht gut. Und vorsichtig sein. Das sind zwei. Das sind zu viele für meinen Geschmack. So, Nummer 1. Okay. Fuck, das kommen wieder mehrere. Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten dir das Sagen. Das denkst du aber auch nur. Und Denken ist noch nie die Stärke von Jokers bzw. Harley Quinns Lakaien gewesen. Hat er mich gesehen? Offensichtlich, oder? Komm, wach auf! Verdammt, der ist bewusstlos! Und du jetzt auch. Er ist zurück. Und der nächste bitte. Boah, krass. Wo willst du hin? Zu beschiss, um hier zu bleiben? Hier drüben! Ich hab ihn! Ich muss leider weg. Ich hab noch einen Termin. Puh, das war knapp. Ich muss jetzt wirklich super behutsam vorgehen. Das ist sehr schwer. Oh Mann, oh Mann. Was ist hier los? Das ist gar nicht gut. Und der nächste. Der gute Nacht sagt hier. Wir müssen wahrscheinlich da an die Tür, oder? Nee, müssen wir nicht. Wir müssen hier irgendwie rein. Was zum Henker bist du? Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Darkwing Duck. 2-1 Risiko.
Kennt ihr noch wer? Darkwing Duck? Darkwing Duck. 2, 1, Risiko. War doch so, ne? Bin mir nicht mehr sicher. Aber hier können wir nochmal einen Gleittritt anwenden. Den machen wir auch so platt. So, und einer steht da noch. Ein letzter Lakai. Ach ne, es sind ja mehrere. Okay. Die sollen sich mal zusammenstellen und dann schalte ich die beide aus. Einer nach dem anderen. Fassbar, dass Jay tot ist. Es ist die blöde Fledermaus. Ach, Alter. Manchmal klappt es einfach nicht. Ich weiß nicht wieso. Hock. So, und den machen wir auch so platt. Und Pock. Und noch einer. Ja, zum Glück haben wir wieder halbwegs viel Leben. Haben wir nochmal gut geschafft, ne? Leicht war die ganze Angelegenheit natürlich nicht jetzt so unbedingt, aber hey, lief die Nummer. So, jetzt müssen wir hier wieder rein. Und jetzt haben wir die Codes. Und das bedeutet, wir können mit dem Sequencer jetzt das Ding hacken. Versteck bestimmt, ne? Genau. Passwort akzeptiert. Harley, 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 willkommen. Einbruch. You're next, Beeman. Oh oh. Ob das so eine Art Falle ist? Wir wissen ja, dass Batman verschwunden ist. Und dass er angeblich in die Fänge von Harley gekommen ist. Entspann dich, Mann. Wir sind sicher. Keiner weiß, dass wir hier unten sind. Das ist eine Geheimbasis, richtig? Was ist mit Batman? Vorsicht! Batman ist hier! Ach, scheiße. Na, die Überraschung ist mir nicht gerade gelungen, oder? Warte mal, der Junge da will doch tatsächlich hier den Alarm aktivieren. Da habe ich was gegen. Pams! Schade, ich hätte ein bisschen mehr Leben gebrauchen können für diesen Fight. Aber nicht gerade leicht. Whoppa, Gangnam-Style. Einer nach dem anderen, bitte. Ich habe heute noch was zu tun. Das wird wehtun, Missgeburt. Missgeburt? Ich glaube, der tickt ja nicht mehr sauber. Autsch. Diese Klingenangreifer sind echt mies. Und Kombi. Und wer auch mies sind, sind diese mit dem Elektro-Ding. Jetzt wird's knapp. Oh, Jungs. Ihr habt verdammt viel Kram hier, ey. Und irgendwie wollen die Typen nicht down gehen. Heute Nacht wirst du sterben. Nee. Da habe ich noch ein Wörtchen mitzureden. Boah. Hat er mich noch erwischt, tatsächlich, der Schweinepriester. Versteck dich nur da oben. Ich überlege mir was. Batman. Weil ich unbedingt Leben brauche eigentlich. Und wenn ich jetzt runterspringe. Ach, scheiße. Freeschuss. Komm runter und kämpf, Batman. Na komm, es bringt ja alles nichts. Ob ich jetzt draufgehe oder nicht. Bin ich mit dir fertig, erkenne ich. Nein! Scheiße! Fuck! Ach, du Schabernack. Du wirst dafür büßen, dass du Mr. J hast sterben lassen! Ja, ich bin halt halb tot in den Kampf reingezogen, ne? Das war das Problem. Weil der Kampf da draußen ja schon nicht ohne war. Das muss ich nochmal machen. Entspann dich, Mann. Wir sind sicher. Keiner weiß, dass wir hier unten sind. Nein. Das ist eine Geheimbasis, richtig? Nein. Was ist mit Batman? Oder dem Jungen, mit dem er rumhängt? So, wir bleiben jetzt einfach mal hier. So, einfach richtig schön auf den Deckel gehen, bitte.
Lass mal hier den Typen am Alarm beben. Was soll die Scheiße? So, den mag ich ja gerne, den Angriff. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Batman oder Bruce Wayne oder eben Sarazar oder Valentin oder wie auch immer. Alter. Das will ich sehen. Mein Kopf lässt sich nicht so schnell abreißen. Vor allem nicht einfach so einer kleinen Schniedelwutz-Tante wie dir. Au. Diese gottverdammten Problemfälle. Autsch. Niemals, nicht zweimal. Diesmal habe ich die Energie, die ich brauche. So eine harte Gegner-Kombo, ey. Muss ich auch mal sagen. Also nicht leicht. Puh. Oh oh. Oh oh. Langsam müsstet ihr doch mal down gehen, ihr Penner. Nein! Alter. Das gibt's doch gar nicht. Gut, ich hoffe, es tut weh. Ja, tatsächlich. Im Herzen. Alter, was ist denn hier los mit mir? Puh, die sind echt gut. Und ich bin echt schlecht im Moment. Entspann dich, Mann. Wir sind sicher. Keiner weiß, dass wir hier unten sind. So, jetzt mal doppelt ausschalten. Perfekt. Da haben wir schon einiges gespart uns. Boah, sind auch viele, ja, zur Hölle. Das sind vor allem viele Special-Typen. Moment mal. So, der hat schon mal seine beschissene Elektrowaffe da verloren. Und du verlierst schon mal dein Schildchen hier. Kannst zu Mutti gehen mit und rumheulen. Vielleicht kümmert die sich drum. Obwohl, so wie du aussiehst, weiß ich nicht, ob dir da noch eine Mutter hilft, ey. Ach so, das war der Hampelmann hier. Arkham City wird der Ort sein, an dem du kapierst. Komm schon. Patsch. Hier wird für dich den Schatz so zeigen. Zack. Und rüber und... Autsch. Okay, das schaffen wir aber diesmal. Das schaffen wir. Okay, die Waffen, die können mich ja fast weniger jetzt angreifen, also die Fernkampfwaffen, als Nahkampf. Macht weniger Probleme fast. So, jetzt aber hier, ja. Was hält der denn aus zur Hölle? Ja, unnormal stark. Bam! Und das war's jetzt aber auch, endgültig. Meine Fratzke. Puh. Harter Fight, muss ich ja mal sagen. War nicht leicht, aber spannend. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn da schön? Ein Ballonchen. Puh. Musste ich mich gerade konzentrieren. Wahrscheinlich war ich deshalb auch ein wenig stiller, wie ich aufgefallen ist. Wahrscheinlich, aber ich wollte jetzt auch nicht noch ein drittes Mal verkacken, weil normal verkacke ich hier ja gar nicht so groß im Spiel. Also abgesehen von ein paar Passagen natürlich, wo ich natürlich richtig kräftig verkackt habe. Aber grundlegend schaffe ich die Kämpfe eigentlich immer ziemlich gut. Aber ich muss sagen,
dass Harley Quinns Revenge auch vom Schwierigkeitsgrad, also Harley Quinns Rache, dieser Download-Content, den wir hier spielen, noch eine ganze Ecke schwerer ist. So, jetzt gehen wir hier weiter. Was ist da nun passiert mit Batman? Springen wir einfach erstmal in die Wand oder was machen wir? Komm, machen wir. Boom. Schakalaka. Aha, den Raum kennen wir ja durchaus. Ach, der gute Joker. Und wir müssen dann hier reintreten. Was uns da wohl erwarten wird? Erstmal gar nichts. Wir kommen nämlich nicht rein. Na, und da vorne ist alles abgeschlossen. Da hilft doch nur die Batclaw, oder? Nö. Da sollen wir offensichtlich gar nicht rüber. Okay. Na, dann schauen wir uns hier mal weiter um hier hinten. Wo wir die ganzen Lakaien und Schergen erledigt haben. Vorne ist ein Lüftungsschacht. Müssen wir da irgendwie wieder was mit Battering und Co. aktivieren? Ferngesteuerter Battering sehe ich irgendwie so. Könnte sein. Da ist auch ein Lüftungsschacht. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen Eingang in diesen Lüftungsschacht rein. Hier ist nur noch so eine Kiste. Gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, Momentito. Die Distanzstromladung. Genau. Diese Funktion brauchten wir also nicht unbedingt für Robin. Für die Mission mit Robin da am Anfang, sondern eben für unseren Freund, dem Batman. Ich frage mich aber jetzt, das war doch nicht alles, oder? Genau. Geht's noch weiter rüber. Und hier? Was liegt denn da unten? Eine Riddler-Trophäe oder was soll das sein? Irgendwas Grünes, wieder so ein komischer Joker-Cop. Ja, aber jetzt ehrlich. Das bringt mich doch jetzt nicht groß weiter, oder? Nee, das bringt mich, genauer gesagt, gar nicht weiter. Vielleicht können wir hier noch eine andere Richtung einschlagen, überlege ich gerade. Oder wir müssen dahin zurück. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, ich werde mal ein kleines Folgenpäuschen anlegen. Einlegen vielmehr, nicht anlegen. Angelegt haben wir hier unseren coolen Batsuit. Ja, und dann geht's in der nächsten Episode weiter, liebe Freunde, wenn es wieder heißt Harley Quinns Rache. Bis dahin.